Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 470. Heute nochmal als Live-Version. Wenn das so weitergeht und das einschläft, dann muss ich mir bald so eine komische Rundfunklizenz besorgen. Da muss ich mich mal schlau machen. Allerdings ist es aktuell so, dass mir die Themen nur so zufliegen. Ich glaube, ihr habt das mitbekommen. Die Medien überschlagen sich mit aktuellen Top-Meldungen. Und es gibt immer mal so Phasen, da muss man wirklich graben. Was könnte jetzt spannend sein aus den Reihen der Politik? Und aktuell ist es einfach so, es ist eigentlich alle 5 Minuten was anderes. Und deswegen legen wir auch direkt los. Denn seit heute Nachmittag hat sich wieder super viel Neues entwickelt. Wir hatten ja die möglichen Folgekanzlerkandidaten der Frau Gramm-Karrenbauer besprochen. Und nun hat Herr Merz wohl eventuell öffentlich angemerkt, es wird ihm zumindest so ausgelegt, dass er tatsächlich kandidieren will. Klar, da kann man jetzt alles oder nichts hineininterpretieren, aber er soll wohl geäußert haben, er möchte sich in den nächsten Monaten verstärkt persönlich für die CDU einsetzen und dafür sorgen, dass die CDU, naja, nicht den Bach runtergeht. Das wird ihm jetzt ausgelegt als Ankündigung einer möglichen Kandidatur. Und ja, ich habe es in euren Kommentaren vorhin schon gelesen, Herr Merz ist massivst umstritten, was nicht zuletzt daran liegt, dass BlackRock in diverse Aktiengeschäfte verstrickt ist, die nicht unbedingt auf legalem Boden standen. Ich habe mir das Video von Claudia Zimmermann dazu angeschaut, die Sachen, die sie dort angesprochen hat, die erschienen mir alle plausibel und belegt, ja. Aber wir haben trotzdem nur die Wahl zwischen Pest, Cholera und dem Coronavirus, wenn wir das so bezeichnen wollen, denn zwischen Spahn, Laschet und Merz, ja ganz ehrlich, wen zur Hölle will man davon als Kanzlerkandidaten handeln? Da bleibt eigentlich nur der Merz, denn alle anderen sind de facto von der konservativen CDU meilenweit entfernt. Und ja, auch Merz sehe ich nicht als optimalen Kandidaten an. Ich habe auch mitbekommen, dass viele sich den Herrn Maaßen wünschen. Da wäre ich auch dafür. Also Herr Maaßen ist meiner Meinung nach von den aktuell in der Öffentlichkeit präsenten CDU-Politikern der einzige, dem man ja auch so ein bisschen den Wahrheitsfindungswillen unterstellen kann. Denn er war ja nun der seinen Job verloren hat, weil er nicht mitgelogen hat. Gut, da muss man auch bedenken, Herr Maaßen zieht jetzt nun seinen kleinen privaten Feldzug gegen die CDU. Mag sein, dass er das nicht getan hätte, wenn er nicht so abgesägt worden wäre. Also inwieweit das jetzt tatsächlich ehrlich und aufrichtig ist, dass er da ziemlich stark Kontra gibt, das sei mal dahingestellt. Aber klar, einen Herrn Maaßen, den würde ich sehr, sehr gern als Kanzlerkandidaten sehen. Das kann ich so unterschreiben. Aber da muss man auch realistisch bleiben, denn ganz ehrlich, die CDU fährt einen Feldzug gegen Herrn Maaßen. Nicht nur die CDU, die Medien sind gegen Herrn Maaßen. Die Öffentlichkeit hasst Herrn Maaßen traurigerweise, weil er eben nicht mitgelogen hat, weil er die Wahrheit gesagt hat. Geil. Und dass er nun als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, das ist ziemlich, ja, mehr als nur unwahrscheinlich. Also der würde mit Sicherheit keine Mehrheit zustande bekommen innerhalb der CDU, weil das Merkel-Lager viel zu stark ist, weil Frau Merkel wahrscheinlich persönlich ihr Veto einlegen würde. Und ihr habt ja mitbekommen, wenn der heilige Oberindianer sagt, die Wahl muss rückgängig gemacht werden, dann wird die Wahl natürlich rückgängig gemacht, beziehungsweise nicht so direkt rückgängig gemacht, das wäre ja zu sehr SED, da kommen wir gleich noch zu. Aber dann kann man ja den Herrn Kemmerich rausdrängen, da muss er dann sein Amt abgeben. Und dann, ja, dann setzt man kurzerhand Neuwahlen an, beziehungsweise versucht noch so auf elegante Art und Weise seinen Lieblingskandidaten, den lieben Herrn Ramelow, wieder ins Amt zu bringen. Dazu gibt es auch eine interessante Entwicklung, denn der AfD-Bundesvorstand hat angekündigt, Herr Meuthen hat sich dazu geäußert, einen Strafantrag gegen Frau Merkel stellen zu wollen, wegen Amtsmissbrauch und Nötigung vom Herrn Kemmerich. Denn natürlich kann das nicht sein, dass sich eine Bundeskanzlerin, die sich aktuell nicht mal in Deutschland aufhält, die eigentlich mit den Thüringer Landeswahlen gar nichts zu tun hat, dass die sich hinstellt und fordert bzw. eingreift in ein demokratisches Wahlergebnis. Das geht so nicht. Die kann nicht den politischen Gegner unter Druck setzen, dass er sein Amt aufzugeben hat, mutmaßlich unter Androhung, dass Landesregierungen platzen gelassen werden. Also Verzeihung, das ist, wo kommen wir denn dahin, wenn sowas Schule macht? Ja, ich weiß, das ist nicht ungewöhnlich in der Politik, aber es ist grundlegend falsch. Mag sein, dass man das in der DDR so gelernt hat. Ich bin gespannt, ob dieser Strafantrag Erfolg hat. Es gibt wohl tatsächlich auch einen Paragraphen, der sich ganz konkret darauf bezieht, was denn passiert, wenn ein politischer Amtsinhaber andere unter Androhung von gewissen Taschenspielertricks, wenn man das so nennen will, kleinhält, unterdrückt, in Bedrängnis bringt. Ich kriege den leider gerade nicht mehr zusammen. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Gesetzbuch der steht. Falls ihr das parat habt, gern verlinken. Habe ich heute auf Facebook gefunden, war echt spannend. Denn offenbar haben sich die Initiatoren der Gesetze doch so ein paar Gedanken drüber gemacht, was ist denn, wenn die politische Macht missbraucht wird.
nicht nur von Bundeskanzlern, da gibt es ja noch andere Amtsinhaber, die da prädestiniert dafür sind, beispielsweise unser Herr Bundespräsident, der hat ja da auch sich den ein oder anderen Fauxpas erlaubt, da kommen wir gleich noch zu. Auch ein Herr Seehofer ist ziemlich stark in die Kritik geraten, da gibt es auch noch eine spannende Entwicklung. Denn nicht nur Frau Merkel sieht sich aktuell eventuell einem drohenden Gerichtsprozess entgegen oder gegenüber, auch Herr Seehofer, und der unterliegt möglicherweise in Karlsruhe. Denn die AfD hatte ihn verklagt, weil er unterstellt hat, beziehungsweise in einem Interview geäußert hat, dass das Verhalten der AfD, dass die AfD hochgefährlich ist und staatszersetzend, beziehungsweise dass die AfD gegen den Staat agiert. Was war geschehen? Naja, Herr Seehofer gibt sich ja immer relativ volksnah und unverblümt, kann man ja fast sagen, und pocht auch immer sehr stark darauf, dass seine Beiträge wohl unbeschnitten rausgesendet werden sollen von der dpa. Weiß ich nicht, da wollten sie ihn irgendwie als toll darstellen. Und das fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße, denn man sollte vielleicht vorher nachdenken, bevor man anderen was unterstellt. Es ging wohl in dem konkreten Fall um eine Haushaltsdebatte im Bundestag, die die AfD angeblich dazu genutzt haben soll, den Bundespräsidenten politisch anzugreifen. Ja, tatsächlich war es so, dass die AfD es sich erdreistet hat, den Haushalt des Bundespräsidenten zu hinterfragen. How dare you? Das hat dem Herrn Seehofer nicht so gut geschmeckt, denn es ist wohl traditionsgemäß nicht Inhalt der Diskussion, über den Haushalt des Bundespräsidenten zu reden. Der Haushalt des Präsidenten ist traditionsgemäß nicht Inhalt der Haushaltsdebatte. Geil, oder? Also Verzeihung, eigentlich sollte da nicht die AfD dafür attackiert werden, dass sie darüber sprechen wollte und ihn angeblich angegriffen hat. Man sollte darüber sprechen, wie es denn sein kann, dass der Haushalt des Bundespräsidenten anscheinend ausgeklammert wird. Also es tut mir leid, auch der Bundespräsident lebt von Steuergeldern. Und ja, das muss im Parlament besprochen werden. Und das so auszulegen, dass das ein politischer Angriff ist, also Verzeihung, da geht es um die Verteilung von Geldern. Die Verteilung von unseren Geldern, jetzt mal ganz banal heruntergebrochen. Und da erdreistet man sich tatsächlich, der AfD zu unterstellen oder die AfD als Staatsgefährten, als hochgefährlich zu bezeichnen, weil sie den Haushalt des Bundespräsidenten thematisieren will. Also geht's noch, lieber Herr Seehofer. Gut, zum Thema Herr Seehofer habe ich gleich noch was anderes für euch. Das betrifft einige von uns wahrscheinlich sehr direkt. Vielleicht noch als Schlusswort zu diesen Gerichtsprozessen. Ich bin echt gespannt, was dabei herauskommt. Denn das, was in den letzten Tagen und Wochen in unserer Presse so abging von Seiten einiger Politiker, nicht zuletzt von der CDU, auch von der FDP, entgegen der AfD, also zur AfD hin, da waren einige Äußerungen dabei, da muss man sich echt fragen, heilige Scheiße, denkt ihr überhaupt, was ihr, überlegt ihr euch vorher, was ihr sagt, oder ist das so ein reiner Populismus, wir müssen jetzt auf den Gegner einhacken, weil das passt eben gerade ganz gut, das bringt uns nicht unbedingt Sympathien, aber das hoffen sie vielleicht, dass sie da Stimmen von links abgreifen können oder so. Aber das sind einige Sachen dabei, das sind echt ziemliche Hammer, wenn man das so nennen möchte. Und da frage ich mich auch wirklich, ob, klar, ich bin absolut für eine Meinungsfreiheit, ich will nicht, dass das beschnitten wird, aber man sollte doch zumindest bei der Realität bleiben, bei den Fakten bleiben. Und da kann es doch nicht sein, dass man politische Ämter, die man selbst innehat, missbraucht, um den Gegner, den politischen Gegner in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das schon ziemlich krass, dass wir da mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo sowas in einem Gerichtsprozess entschieden werden muss. Ob ein Herr Seehofer als hoher Herr CSU-Funktionär es sich erlauben kann, die Opposition als Staatsgefährten zu betiteln. Also Verzeihung, Staatsgefährdend heißt gegen das Grundgesetz, heißt, dass es die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushebeln will. Und verdammt nochmal, wo möchte jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushebeln, wenn er den Haushalt von einem Repräsentanten hinterfragt? Erschließt sich mir gar nicht. Ich habe gerade einen Demo-Aufruf für den 17.02. so am Rande mitbekommen im Chat. Da habe ich was für euch auch vom Herrn Seehofer, habe ich heute bei Heise gelesen. Und das ist tatsächlich wichtig, also googelt den Artikel gerne. Die Überschrift lautet, jetzt muss ich kurz hochscrollen, Einschränkung von Bürgerrechten durch die Hintertür, ist heute erschienen und befasst sich mit der Gebührenordnung der Bundespolizei, die der Herr Seehofer 2019, im Oktober muss das gewesen sein, im Herbst 2019 beschlossen hat. So, da muss ich euch tatsächlich nur einen kleinen Teil daraus vorlesen, denn da geht es um beispielsweise Demonstrationen beziehungsweise das Verhalten auf Demonstrationen. So, interessanterweise ist diese Gebührenordnung in der Öffentlichkeit kaum thematisiert worden. Das weiß keiner. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das auch nicht mitbekommen haben. Deswegen müssen wir das kurz ansprechen. Es gibt nämlich, na, Strafen kann man es nicht nennen, aber diverse Polizeihandlungen kosten euch jetzt unter Umständen. Eine einmalige Platz
Platzverweisung kostet 88,85 Euro. Das heißt, wer von einem Platz verwiesen wird, warum auch immer, der darf 88,85 Euro berappen. Eine Identitätsfeststellung kostet 53,75 Euro. Eine Anordnung des Gewahrsams 74,15 Euro. Eine erkennungsdienstliche Behandlung kostet 59,50 Euro. Ein Vollzug des Gewahrsams pro angefangener Viertelstunde 6,51 Euro, ist auch ein schöner Stundenlohn. Und ein normaler Polizeieinsatz, das ist nicht genauer definiert, was genau das nun, in welcher Höhe das nun dann festgelegt wird. So spannend daran ist, dass man da jetzt ein Pro und ein Contra natürlich argumentieren kann. Einerseits ist es von Vorteil, wenn unser, ich nenne es mal typisches Demo-Klientel, die wirklich ganz bewusst die Arbeit der Polizei behindern, die ganz bewusst angemeldete Veranstaltungen behindern mit irgendwelchen Plakaten, die sie nicht aufgeben wollen, weil sie fühlen sich halt moralisch überlegen, ihr kennt das ja. Da ist es natürlich gut, wenn die vielleicht auch mal so ein bisschen fühlen müssen, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung der Opposition, dass sie das nicht einfach untergraben können. Klar, in dem Fall ist so eine Gebührenordnung nicht das Schlechteste, was es geben kann. Allerdings kann sowas natürlich super einfach missbraucht werden. Und gerade auf öffentlichen Veranstaltungen, auf Demonstrationen ist es wichtig, dass ihr wisst, dass es euch Geld kosten kann, wenn ihr einen Platzverweis ausgesprochen bekommt. Das muss einfach vorhanden sein, das muss irgendwie mal thematisiert worden sein, damit ihr da nicht ins kalte Wasser geworfen werdet. Denn das kann sich relativ schnell zu einer recht hohen Summe entwickeln, habe ich euch ja gerade nur angeteasert. Lest gerne den kompletten Artikel durch. Da geht es zwar eher darum, dass eine Frau aus NRW, die ihren Koffer wohl unbeaufsichtigt am Bahnhof abgestellt hat, jetzt über 500 Euro für den Polizeieinsatz zahlen muss. Gut, da kann man noch sagen, hey, selber schuld, wenn du so blöd bist, dein Gepäck dort alleine rumstehen lässt, musst du damit rechnen, dass du die Kosten dafür trägst. Na klar, denn es ist ja nun hinlänglich bekannt, gerade auch in Bezug auf die Sicherheitslage aktuell in Deutschland, dass ein alleine stehendes Gepäckstück teilweise dafür sorgen kann, dass der komplette Zugverkehr unterbrochen wird, dass da viele tausend Menschen Einschränkungen erdulden müssen. Und klar, das aus Blödheit ist doof, wenn es passiert, aber da muss man halt einfach dran denken, das geht so nicht. Viel spannender ist aber, wie der Artikel ja auch in die Überschrift schreibt, die mögliche Einschränkung von Bürgerrechten. Denn einige Leute können sich da eventuell diese Gebühren gar nicht leisten. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt zu Unrecht, also wirklich, ihr habt nichts gemacht, ihr bekommt unrechtmäßig einen Platzverweis ausgesprochen. Einfach weil das ja vielleicht unübersichtliche Situation, Fehleinschätzung der Polizei, was auch immer. Und das kostet euch fast 100 Euro. Das ist krass, oder? Also hier würde ich mir wünschen, dass die Medien das viel, viel stärker thematisieren, dass das Ganze auch der Öffentlichkeit so verdeutlicht wird, denn man hat ein Recht auf Demonstration in Deutschland. Jeder darf seine Meinung kundtun, natürlich, wenn sie nicht gegen andere Gesetze verstößt, schon klar. Aber dass das jetzt durch die Hintertür, wie er Heise so schön mitgeteilt hat, untergraben werden soll, indem man das Demonstrationsrecht, die demonstrierenden Leute hypothetisch mit Strafen, mit Gebühren belegt, obwohl sie eventuell gar nichts gemacht haben, finde ich ziemlich krass. Und ich habe schon von einigen gehört, dass sie auf Demonstrationen Platzverweise bekommen haben, obwohl sie nichts gemacht haben. Klar, manchmal ist das durchaus legitim, manchmal ist das gerechtfertigt, aber eben nicht immer. Also vor dem Hintergrund, klickt gerne mal in den Artikel rein. Ich finde den unglaublich wichtig und ich würde mir wünschen, dass das wirklich durch die Öffentlichkeit geht. Dass die Leute mitbekommen, dass es jetzt Strafen für Platzverweise gibt, also Gebühren sind ja keine Strafen, für Identitätsfeststellungen, was ein ganz normales Polizeihandwerk ist. Klar, wenn da irgendwie in Anführungszeichen ein Vorfall auf einer Demonstration ist, muss eine Identität festgestellt werden. Ist jetzt die Frage, ob das auch zutrifft, wenn der in Anführungszeichen Anzeigende, der sich Beschwerende, der beispielsweise einen Verstoß meldet, gegen das Vermummungsgebot oder so, Verbot, nicht Gebot, ob der dann auch entsprechend zahlen muss, weil wenn jemand, wir hatten ja den Fall, dass beispielsweise Leute auf Demonstrationen beleidigt wurden. Die wenden sich an den Ordner, an die Polizei, zeigen das entsprechend an. Und in der Regel müssen die auch ihre Personalien angeben. Ist ja normal als Anzeigenführer. Hier wäre es jetzt spannend zu wissen, ob die dann auch für eine Identitätsfeststellung zahlen müssen oder nicht. Aber das kann ich euch an der Stelle leider nicht sagen. Vielleicht ist da einer tiefer im Thema. Vielleicht gibt es sogar einen Mitarbeiter der Polizei, der sich dazu äußern darf. Das wäre echt cool. Dann gerne mir persönlich schreiben oder in die Kommentare hauen, damit da Klarheit besteht. Aber wir haben noch ganz viele andere Sachen zu besprechen. Jetzt mal weg von vom Thema Demonstration und Gebührenordnung. Denn es gibt noch was momentan ziemlich interessant wird, denn ihr habt es ja mitbekommen, nicht nur die Linke als Partei, sondern auch diverse linksorientierte Bündnisse, die fahren ja ihren Feldzug gegen die AfD, gegen die FDP jetzt auch. Da gibt es eine Welle der Gewalt in Hamburg, das ist echt krass. Es sind wohl 800 beschädigte FDP-Plakate im Umlauf, wo irgendwelche Schimpfwörter, Kampfbegriffe,
Verleumdungen raufgeschmissen werden, wie Faschisten, Nazis, was weiß ich. Ihr habt das ja alles gesehen. Es werden FDP-Politiker ganz offen bedroht. Herr Kemmerichs Frau wurde wohl auf der Straße bespuckt. Die Kinder müssen mit Polizeischutz in die Schule, was eigentlich auch völlig krank ist in der Demokratie. Und man versucht so von linksgrüner Seite allen konservativen Parteien diesen Nazi-Stempel in Anführungszeichen aufzudrücken. Denn jeder, der nicht linksgrün ist, ihr wisst, jeder, der links der Frau Merkel steht, rechts der Frau Merkel steht, die nach ultralinks gerückt ist, der ist ja nun Nazi. Und seine eigene Vergangenheit hinterfragt man erstaunlicherweise nicht. Und da habe ich einen ganz, ganz spannenden Artikel aus 2009 für euch. In der Welt erschienen, geht jetzt aktuell wieder bei Facebook rum, der sich mit der Geschichte der SED befasst. Deswegen auch mein Videotitel. Denn man hat sich ja in der DDR immer so ganz, ganz groß damit gerühmt, dass man ja keine Nazis hatte. Man hatte sich ja entnazifiziert. Es gab ja keine Rechten in der DDR. Laut offizieller Propaganda. Man zeigt immer mit dem Finger auf den Westen, wo ja die angebliche Entnazifizierung nie funktioniert haben soll, und verschweigt, dass man selber ganz hochrangige NSDAP-Funktionäre in der eigenen Partei hatte. Und wenn wir jetzt kurz die Kausalität zur heutigen Situation herstellen, wir haben de facto die Linke, die aus der SED entstanden ist. Die haben sich nur umbenannt, das Ganze mehrfach. Die sind nach wie vor der Rechtsnachfolger der SED, sitzen wohl auch auf deren Vermögen. Und sind die Ersten, die mit dem Finger auf andere zeigen, wenn es um angebliche Nazi-Vergangenheiten geht. Ja, blöderweise hatte die SED selber sehr, sehr viele hochrangige NSDAPler in den eigenen Reihen, teilweise als Kultusminister in der DDR, bis hoch zum Intendanten, Chefredakteur des DDR-Fernsehens. Da habe ich auch einen Namen für euch. Der liebe Mann hieß, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, ich vergesse das ja sonst immer, Hans Benzin. Der ist sogar ganz offen mit seiner NSDAP-Vergangenheit umgegangen. Das heißt, die SED, die wusste das, hat es aber offiziell zurückgehalten. Da war er auch mitnichten der Einzige. In dem Artikel sind noch weitere Fälle bekannt geworden. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena hat sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, die Geschichtsfakultät. Und die haben das so ein bisschen aufgeschlüsselt, wo kamen denn die SEDler, die SED-Funktionäre eigentlich her. Interessant ist auch, jetzt kleiner Exkurs am Rande, dass viele ehemalige SEDler auch heute noch eine Heimat in der Linken haben. Klar, das werden jetzt nicht mehr die NSDAPler sein, die dürften mittlerweile entweder steinalt oder tot sein. Aber da ziehen sich rote Linien so durch. Einige ehemalige NSDAPler, die haben wohl vehement für den Sozialismus gekämpft in der SED. Auch da sind entsprechende Namen im Artikel vorhanden, also gerne durchlesen, der lohnt sich, der ist echt krass. Und hier frage ich mich, ob ein Herr Ramelow das nicht weiß, was ich mir aber nicht vorstellen kann, beziehungsweise nicht nur Herr Ramelow, das betrifft ja viele linke Politiker, oder ob sie ganz bewusst die Öffentlichkeit täuschen wollen. Denn na klar, man kann super mit dem Finger auf andere zeigen, denen irgendwelche angebliche Nähe zum Nationalsozialismus unterstellen. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dabei selber im Glashaus sitzt und nachgewiesenermaßen Beziehungen ins Dritte Reich, in die NSDAP besitzt. Und das Ganze auch noch so verschleiern wollte in der DDR, dass es nach Möglichkeit keinem auffällt. Ja, hat nicht so ganz funktioniert, ne? Auch interessant ist, dass offensichtlich, naja, nicht nur zahlreiche NSDAPler da ihre Heimat gefunden haben, sondern das Ganze wohl auch thematisch sehr gut gepasst hat. Denn wer in der SED für den Sozialismus kämpft, der hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der NSDAP schon gemacht. Also ganz so weit auseinander scheinen die Ideologien da jetzt nachgewiesenermaßen tatsächlich nicht zu sein. Denn die wechseln ja nicht von jetzt auf gleich von einer angeblich ultrarechten in eine angeblich ultralinke Partei. Also gut, es ist wohl auch geschichtlich bestätigt, dass die NSDAP, das ist ja die nationalsozialistische Partei, klar, dass die auch einen Sozialismus haben wollten. Die einen wollen eben den nationalen Sozialismus, die anderen den internationalen Sozialismus. Dann nimmt sich jetzt beides nicht ganz so viel. Naja, stattdessen stellt man sich aber heutzutage hin, schweigt das Ganze tot. Wie gesagt, der Artikel ist 11 Jahre alt mittlerweile, würde so wahrscheinlich momentan nicht mehr erscheinen. Und tut so, als wären ja grundsätzlich alle anderen die Bösen. Und naja, Linksextremismus ist ja gar kein Problem. Mittlerweile wird ja die Hufeisentheorie öffentlich verleumdet, kann man es gar nicht nennen, aber öffentlich fast schon verbrannt, nee, verbrannt auch nicht, öffentlich diffamiert, denn es ist ja grundsätzlich falsch, über linke Gewalt zu sprechen, wenn es ja auch rechte Gewalt gibt. Also Verzeihung, liebe Freunde, Extremismus ist immer scheiße. Es gibt ja auch noch den religiösen Extremismus, den man nicht vergessen darf. Aber man kann doch das eine nicht mit dem anderen rechtfertigen. Nur weil es rechten Extremismus gibt und der ein großes Problem ist und auch eine Gefahr für eine freiheitliche Grundordnung, na klar. Deswegen kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, aber der Linke, der ist ja scheißegal.
Also Verzeihung, was ist denn das für ein gegeneinander Aufwiegen von Straftaten? Und dass das Ganze ganz öffentlich in der Gesellschaft so Anklang findet, bei Facebook mit Herzchen belohnt wird unter den entsprechenden Artikeln beim Tagesspiegel zum Beispiel. Das zeigt eigentlich auch ganz deutlich, dass sich die Leute entweder liebend gern verarschen lassen oder das wirklich, ja, da wirklich dahinter stehen, hinter dem Blödsinn. Da habe ich bei der Annabelle auf ihrer Facebook-Seite einen schönen Bericht zugelesen. Ich weiß nicht, ob das auf einen Weltartikel sich bezog oder auf einen Spiegelartikel. Irgendwas von unseren lieben großen Medien war es auf jeden Fall. Da hat sich ein lieber Finn zu Wort gemeldet und meinte, dass man da ja abstufen muss bei linker Gewalt. Da gibt es ja verschiedene Ausprägungen und da kann man ja nicht pauschal von Linksextremismus sprechen. Weil da gibt es ja Stalinismus und Kommunismus, da gibt es ja den, oh, was gibt es da noch alles? Oh, keine Ahnung, wie das alles heißt. Und das muss man ja, da muss man ja differenzieren. Auf rechter Seite ist alles böse, aber das auf linker Seite, ja gut, es gibt natürlich auch Links, auch Opfer von Linksextremismus. Es gibt auch, naja, vielleicht den einen oder anderen sehr stark links angehauchten Massenmörder, wenn man da Richtung Mao und so weiter schaut. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so bürgerfreundlich gewesen. Aber das alles, das redet man damit heraus, dass wir ja nur ein rechtes Problem haben und alles andere, das ist ja Whataboutismus, wenn man es anspricht. So argumentieren die tatsächlich. Die reden, die wissen ganz genau, was passiert ist in der Geschichte. Die wissen ganz genau, dass auch linke Ideologien zahlreiche Opfer gefordert haben. Es geht in die 100 Millionen oder so. Ich habe da mal so eine Auflistung gesehen. Und klar, das rechtfertigt jetzt auch nicht, dass Rechtsextremismus angeblich weniger schlimm ist. Natürlich nicht. Das hält sich traurigerweise die Waage. Aber dass man sich öffentlich nun hinstellt als hochrangiger Parteifunktionär, auch der Herr Ramelow hat ja schon rausgehauen, die DDR war gar kein Unrechtsstaat. Das war natürlich kein Unrechtsstaat, wenn Leute, die das Land verlassen wollten, erschossen wurden, weggesperrt wurden, die Familien unterdrückt wurden, Leute nicht studieren durften, weil sie die falschen Meinungen hatten. Ja, ist natürlich kein Unrechtsstaat, aber es ist schon eine ziemlich krasse Entwicklung, wenn hochrangige Parteifunktionäre sowas offen aussprechen und dafür auch noch bejubelt werden. Ich lese gerade von Marzel 240 bis 260 Millionen Todesopfer durch Kommunismus. Ja, das sind alles historische Tatsachen, die kann man doch nicht wegdiskutieren oder nicht totschweigen. Also das gehört genauso in die öffentliche Debatte wie beispielsweise die schlimmen Auswüchse des Rechtsextremismus. Naja, so viel dazu. Interessant ist, dass der Herr Ramelow auch noch was, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, was ziemlich Lustiges auf Twitter fast schon gebracht hat. Denn er ist ja so tief betroffen davon, dass Thüringen gerade eine so schwierige Situation hat. Und jetzt ratet mal, wer ganz besonders stark darunter leidet. Darunter leidet, dass Herr Ramelow kein Ministerpräsident mehr ist. Ohne Scheiß, sein Hund. Das hat er wirklich gestern so gepostet. Ein Foto geteilt auf Twitter mit seiner Frau und seinem Hund. Fun Fact am Rande, ich kenne den Hund sogar, der ist echt süß, ein kleiner Chick-Rassel. Ich habe den mal besiegt auf einem Wettkampf mit meinem eigenen Hund. Er war auf dem letzten Platz, meiner war irgendwie Platz 10 oder so. Hindernislauf, vor 10 Jahren muss das her sein. Sein Hund ist mittlerweile relativ alt, der muss jetzt auch schon, ja, definitiv über 10 Jahre alt sein. Herr Ramelow war damals nicht unbedingt so mega sportlich unterwegs. Ich glaube, die waren irgendwie Platz 24 oder so von 24 Teilnehmern. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich habe die Urkunde irgendwo noch, da steht das noch drauf, auf welchem Platz ich war. Und ich glaube auch, wie viele Starter es gab. Aber er schiebt nun den Hund vor, der übrigens einen eigenen Twitter-Account hat. Er heißt Attila der Hundi oder so. Um so auf die Drehendrüse zu drücken. Denn man hat ja das Phänomen, dass gerade bei Frauen Tiere immer ganz, ganz gut ankommen. Klar, ich finde es auch süß, wenn da ein kleiner Hund postet. Viele von euch wahrscheinlich auch. Wäre auch alles halb so wild, wenn man sein eigenes Tier nicht so krass instrumentalisieren würde. Denn auf dem Twitter-Account des Hundes geht es eigentlich nur um politische Beiträge, die Position des Herrn Ramelow stützen. Da werden irgendwelche Statements vom Herrn Ramelow geteilt. Der Hund hat ein Profilbild mit einem Schild, auf dem Still My MP steht, also My Ministerpräsident. Man versucht jetzt also mittels Haustier irgendwie so sich sympathischer zu machen in der Öffentlichkeit von wegen, aber mein kleiner Hund, der leidet ja so sehr unter der Situation und für meinen Hund bin ich ja immer noch der Ministerpräsident. Und ich bin mir echt nicht sicher, was jetzt nun tatsächlich das Ziel des Ganzen ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ramelow so blöd ist und das tatsächlich ernst meint. Also ein Haustier-Account, klar, kein Ding. Aber dann poste doch bitte auch Tierinhalte und versuch nicht über das Haustier die eigene Politik durchzudrücken. Es ist albern, habe ich gerade vom Olli gelesen. Ja, genau so kann man das nennen. Und auch die Bezeichnung der Hundi. Ja, das kann man als 5-jähriger Junge oder so machen, aber als Ministerpräsident über 50 muss er sein oder über 60 sogar. Nee, Mitte 50, ich glaube 53 oder so ist er. Sich als
gestandener Mann hinzustellen und zu sagen, mein Hundi leidet, weil ich nicht mehr Ministerpräsident bin. Also, darf man in einem Livestream den Scheibenwischer machen oder muss ich einen Facepalm drauf machen oder wie sieht denn das aus? Naja, ihr könnt euch vorstellen, wie ich es meine, aber das ist doch echt, das ist so dermaßen albern. Aber um mal wegzukommen vom Herrn Ramelow, der es jetzt nun anscheinend für richtig hält, sein Haustier zu instrumentalisieren, um öffentlich Stimmen zu generieren. Auch noch ganz lustig, er hat in dem Post, hat ja noch ein Foto von seiner vermeintlichen Frau geteilt und meinte, er liebt sie. Das ist so ganz niedlich. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nun notwendig war, weil ja diverse Knuddelbilder mit der Hennig Welsow aufgetaucht sind. Die hat es ihm da doch sehr in die Arme genommen, also vielleicht hing da der Haussegen schief. Oder ob das nun ja tatsächlich um eine politische Stimmungsmache ging. Auf jeden Fall klickt da auch gerne mal rein, es ist köstlich. Und generell ist auf Twitter aktuell sehr, sehr viel los. Denn vom lieben Tom gibt es auch was Neues. Ich hatte ja gestern angekündigt, wir müssen über Toms Leak sprechen. Der ist aber eigentlich gar nicht so besonders. Also der enthüllt jetzt nichts übermäßig Interessantes. Denn Leak Nummer 3 vom Tom Rathke befasst sich eigentlich nur damit, dass die Hamburger Uni bzw. der Aster der Hamburger Uni wohl seine Finger bei Fridays for Future mit drin hat, da wohl auch Gelder einfließen lässt. Und ganz ehrlich, ich habe ja selber Hochschulpolitik gemacht. Beim RCDS, das ist die Studentenverbindung der CDU. Dann eine kleine Ergänzung. Ich habe in meinem Zwischenvideo heute Nachmittag gesagt, ich war bei der CDU. Das ist Blödsinn, ich war bei der Jungen Union. Ich habe mich da versprochen, als ich euch erzählt habe, dass ich so ein bisschen geschaut habe, was meine ehemaligen Mitstreiter machen und die irgendwie nicht sonderlich hochgekommen sind in der CDU. Aber als ich Hochschulpolitik gemacht habe, habe ich ja eigentlich dieses Geldergeschachere ganz live mitbekommen. Der Aster, muss man wissen, beziehungsweise Referat an meiner Uni, da heißt es anders, der ist ein Zusammenschluss aus in erster Linie linken Gruppierungen. Bei Hochschulwahlen hat man eine Wahlbeteiligung im einstelligen Bereich in der Regel, maximal 10-11%. Und die zur Wahl gehen, wählen in der Regel links. Bei uns war das so, wir waren vier Abgeordnete von unserer RCDS-Fraktion gegen 27, 28 Linke. Also SDS heißen die, Grüner Campus, oh Gott, kriege ich nicht mehr zusammen, wie die ganzen Listen hießen. Und klar kriegt man da, als ich jetzt mal konservative Fraktion, keinen einzigen Antrag durch, mit 4 gegen fast 30. Logisch. Aber da ging es ganz, ganz stark darum, dass die Gelder, die der Aster zur Verfügung bekommt, als studentische Selbstverwaltung, für die das auch nicht wissen, klar, das kriegt man nicht mit, wenn man nicht live daran beteiligt ist, der Aster verwaltet je nach Uni um die 500.000 bis 1 Million Semesterbeitragsgelder. Denn jeder Student zahlt einen Beitrag zur studentischen Selbstverwaltung, heißt es. Das sind meistens so um die 10 Euro, teilweise ein bisschen mehr. Je nach Anzahl der Studenten läppert sich das, pro Semester wohlgemerkt. An meiner Uni zahlt man pro Semester 315 Euro Beitrag. Da ist dieser Selbstverwaltungsbeitrag mit drin, da ist das Semesterticket mit drin, dann noch irgendwas zum Studentenwerk, noch ein Beitrag. Und dieser Beitrag der Selbstverwaltung geht an den Aster. Die können damit schalten und walten, mehr oder weniger, wie sie wollen. Die besetzten Referate nennen die das, mit ihren eigenen Leuten, die dann im Monat in Hamburg sind, das wohl laut Tom Rathke 650 Euro, die sie kassieren von den Studentengeldern, also den Geldern der Studenten, die eigentlich denen zugutekommen sollten. In Berlin ist es so, dass diese Referate aufgeteilt sind, also die 650 gelten in Berlin pro Referat, wenn das nicht geändert wurde. Das heißt, je nachdem, wie viele Leute dieses Referat leiten, Referat Gleichstellung, Referat Transmenschen an der Uni, Referat Einhorngeschlecht fürs 10. Klo, also das gibt's echt so eine Scheiße. Je nachdem, wie viele Leute pro Referat in einem Referat sitzen, müssen die das Geld unter sich aufteilen. Es gibt allerdings Referate, sehr, sehr viele, die auf eine Person vereint sind. Was diese Person dann nun tut, die sollen irgendwie da die Studenten beraten, das weiß auch keiner so genau. Da müsste man sich tatsächlich mal durcharbeiten und gucken, was da so an Arbeitsleistungen angegeben wurde, sofern sie das überhaupt machen. Da gibt es ja teilweise öffentliche Rechenschaftsberichte. Inwiefern die zutreffen, will ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen. Aber nur so als Exkurs, damit ihr wisst, worum es da geht, wo die Gelder herkommen und wo sie eigentlich hingehen sollen, beziehungsweise wo sie de facto hingehen. Und in Hamburg ist es wohl so, dass Gelder von dem Aster zu Fridays for Future geflossen sind, was de facto nun gar nichts mit den Studenten zu tun hat. Also die für die Politik gemacht werden sollte, profitieren von Fridays for Future jetzt nicht unbedingt, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und dass sich der Aster dadurch, also die Uni Hamburg, dadurch wohl in dieses Fridays for Future-Ding, was ja angeblich eine Schülervereinigung ist, eingekauft hat. Der Tom Rathke hat das noch ein bisschen konkreter ausgeführt, auch so ein paar Namen genannt, wer da wohl oder was da im Hintergrund ablief, dass die Treffen dann nur noch auf dem Unigelände stattgefunden haben, dass die Schüler fast rausgemobbt wurden oder rausgeschoben wurden so ein bisschen,
weil beispielsweise auf diesen ganzen linken Neusprech ganz starker Wert gelegt wurde. Also wenn ein Schüler da seinen Text falsch geschrieben hat, nicht korrekt gegendert hat, dann wurde der Text nicht veröffentlicht, dann wurde dem Schüler schon mitgeteilt, hey, ihr seid so schlecht, ihr müsst ja erstmal da und da den Kurs belegen und das Buch lesen. Also man hat so versucht, die Schüler, naja, dadurch, dass sie sich unwohl fühlen, denn natürlich fühlt man sich unwohl, wenn einem so ein neunmal kluger Student die ganze Zeit erzählt, dass seine eigene Arbeit scheiße ist, die Schüler damit rauszudrängen. Aber lest da gerne den Leak vom Tom. Es gibt noch was Spannendes zum Tom, denn er hat jetzt offensichtlich den Kapitalismus für sich entdeckt. Ohne Scheiß, er ist ja angeblich der antikapitalistische Klassenkämpfer oder wie man das nennen will. Und nun hat er wohl mitbekommen, hey, so ein bisschen Geld zu haben ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Da kann man sich ja vielleicht dann doch auch mal eine Dose Thunfisch von kaufen, jetzt ohne Scheiß. Und er verkauft nun, ist es tatsächlich so, er verkauft seine Wahlkampfflyer. Denn es gab wohl viele Anfragen. Ich habe es beim Olli im Video schon mitbekommen. Der Olli hat ihn auch gefragt, ob er so einen Flyer bekommen kann, wo Greta Thunfisch drin steht, also von der Linkspartei. Und diese Flyer verkauft er jetzt gegen PayPal-Spenden in Höhe von mindestens 20 Euro, inklusive CO2-Abgabe. Wie viele Flyer man für die 20 Euro bekommt, das stand da jetzt im Tweet nicht genauer. Da gab es noch ein paar Nachfragen, ob es da eine ganze Kiste gibt oder nur einen kleinen Stapel oder nur einen Flyer. Aber es ist echt lustig, oder? Also, wenn ihr nun so einen Thunfisch-Flyer habt, mit Toms Antlitz vorne drauf, haben wollt, mit Toms Antlitz vorne drauf, dann überweist ihm doch einfach oder schickt ihm doch einfach per PayPal 20 Euro, dann kriegt er einen Thunfisch-Flyer. Ihr müsst ihm aber auch eure Adresse geben und da wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtig. Also, Interessant ist aber dieses ganze Vorgehen. Das ist offensichtlich ein Geschäftsmodell, die Thunfisch-Flyer jetzt gewinnbringend zu verschachern. Ich lese gerade Eike Thunfisch, sorry, der ist uralt. Ja, natürlich ist der uralt, aber auf Tom Radkes offiziellen Wahlkampfflyern für die Bürgerschaftswahl in Hamburg, da steht nun mal Greta Thunfisch drauf. Es ist halt einfach so, da hat irgendjemand ganz geschickt getrollt. Natürlich gibt es ganz, ganz viel Kritik von Seiten der Linkspartei, denn wie kann es denn sein, dass ein Kandidat zu einer Landeswahl, denn Bürgerschaftswahl ist ja deren Landtag, dass der seine Wahlkampfflyer verkauft für 20 Euro? Dann ausgerechnet noch aus der Reihe der Linken, die ja immer so gegen Geld sind. Sie sind schon für Geld, solange sie es bekommen. Aber wenn andere Geld verdienen, vielleicht sogar mit ehrlicher Arbeit, ist das ja ganz, ganz böse. Das muss man ihnen ja dann abnehmen und das Ganze fair verteilen. Aber offensichtlich hat man dann gar nicht so das große Problem, selber anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also 20 Euro für Wahlkampfmaterial, wo ich sogar davon ausgehe, dass der Tom da vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei den Linken organisiert ist, aber dass der Tom da wahrscheinlich gar nicht selber für gezahlt hat. Denn meistens läuft das so ab, dass Wahlkampfmaterialien vom Verband der Partei bezahlt werden. Also wahrscheinlich der Hamburger Verband oder der Bezirksverband, je nachdem. Die zahlen in der Regel Wahlkampfmaterialien aus ihrer Kasse. Dafür gibt es ja Mitgliedsbeiträge. Da wird dann eben sowas drüber finanziert unter anderem. Und das wird meistens, es gibt Ausnahmen, na klar, aber das wird meistens nicht von den Kandidaten selber bezahlt. Ja, vor dem Hintergrund, wenn das bei den Linken ähnlich ist, dann klasse, also tolles Geschäftsmodell. Also das ist Kapitalismus in Reinform. Man kriegt mutmaßlich kostenloses Wahlmaterial und nimmt damit, weil er verdient sich daran wahrscheinlich eine goldene Nase. Ich lese gerade, der Junge hat Geschäftssinn. Genau das ist es. So, aber so viel dazu erstmal. Wir wollen heute eigentlich nicht schon wieder übertreiben. Eine Sache habe ich noch. Denn nachdem die CDU ja nun, oder nachdem es in der CDU massiv rumort, gibt es auch noch ein weiteres Statement von einem anderen Ministerpräsidenten, nämlich dem aus dem Saarland, der sich auch so ein bisschen auf die Werteunion eingeschossen hat. Ihr habt es ja mitbekommen, die CDU würde die Werteunion momentan auch am liebsten loswerden, weil sie eben der Frau Merkel-Politik so ein bisschen im Weg steht. Zumindest ist das meine Einschätzung des Ganzen. Und der Ministerpräsident aus dem Saarland, wie heißt der gute Mann? Ich habe es mir aufgeschrieben, weil sonst vergesse ich das wieder. Tobias Hans. Hans oder Haus? Nee, ich glaube Hans. Der hat rausgehauen, dass es eine Beleidigung für jedes CDU-Mitglied ist, wenn man die Werteunion als, wenn man ein Bekenntnis zur Werteunion ausspricht. So hat er das formuliert. Ein Bekenntnis zur Werteunion ist eine Beleidigung für jedes Mitglied der CDU. Geil, oder? Es ist eine Beleidigung für jedes Mitglied der CDU, wenn man sich auf die Grundwerte der CDU beruft. Moment, reden wir jetzt von der christlich-demokratischen Union oder reden wir jetzt schon von der Linksunion? Das sollte man vielleicht auch nochmal genauer abgrenzen. Aber das zeigt auch ziemlich stark, wohin die Reise geht. Also wenn die CDU sich nicht ganz, ganz stark zusammenreißt und das Ruder nochmal herumreißt, dann sehe ich echt schwarz.
Dann gehen die letzten Wähler auch noch flöten. Die werden dann wahrscheinlich zur AfD gehen, wohin auch sonst. Es gibt ja nun keinen sonderlich stabilen anderen Gegenpart mehr. Die FDP ist gekippt. Die war ja noch so ein bisschen ich nenne es mal die AfD-Leid für die, die sich nicht zur AfD trauen. Aber das hat sich ja nun auch erledigt. Also muss man sich wahrscheinlich gar nicht so darüber beschweren von Seiten der CDU, dass einem die Stimmen abgegraben werden. Aber na klar, die Wähler sind ja alle einfach nur blöd und sie fallen ja auf Populisten herein. Ja, deswegen wählen sie die AfD. Nicht, weil die CDU versagt, ihr eigenes Parteiprogramm über Bord wirft. Nein, die Wähler wählen, weil sie dumme Nazis sind. Hab natürlich nicht ich gesagt, das ist das, was durch die Medien geht und das, was einige Politiker tatsächlich so äußern. Naja, so viel dazu. Ich hatte euch heute Nachmittag noch versprochen, dass ich euch noch schnell meine Schwerter zeigen will. Das wollen wir jetzt noch kurz machen, damit das auch beantwortet ist. Der thematische Teil ist für heute soweit am Ende. Ich habe dann gleich noch was Organisatorisches, wo ich euch um eure Meinung bzw. um eine Rückmeldung bitten will. Aber erst zeige ich euch meine Schwerter, die ja immer wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit kommen. Ich ziehe das einfach mal so heraus. Und zwar sind das, wie einige ja schon ganz richtig vermutet haben, Herr-der-Ringe-Schwerter, 1,5 Händer der Elben. Und die Nerds unter euch, die erkennen das wahrscheinlich, das ist jetzt gerade Andoril, was ich in der Hand habe. Mit Gravur selbstverständlich. Und das ist das Schwert von Aragorn aus Herr der Ringe. Das ist der mit dem Bart und den lockigen Haaren, den ich ziemlich cool finde. Und ich bin ja auch Cosplayer, das wissen ja viele von euch. Ich bin unter anderem Aragorn-Cosplayer und habe mir da das Schwert gegönnt. Und da gibt es eine sehr lustige Geschichte dazu. Denn es hat einen Grund, dass ich hier zwei davon habe. Ich habe hier das gleiche nochmal, allerdings ohne Gravur. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich will es jetzt nicht vorziehen. Und das lag daran, dass mir der Hersteller, ein ganz, ganz toller Shop aus den Niederlanden war das, dass er mir versehentlich ein halbfertiges Produkt geschickt hat. Die haben die Gravur einfach vergessen. Ich habe das natürlich reklamiert, na klar, habe 3 Tage später eine Nachlieferung bekommen, habe dann das richtige Anduril bekommen und durfte das andere Schwert behalten. Also ich habe jetzt nicht 2 Schwerter gekauft und bin dabei fast arm geworden, nein. Es war so, dass ich eine Fehllieferung erhalten habe und dann, ja, nicht aus Kulanz, die haben mir natürlich Neues geschickt, na klar, aber sie meinten, ich darf das alte auch behalten. Und jetzt habe ich dadurch Anduril und Nassil. Nassil ist im Prinzip das Schwert aus dem, was man im Film sieht, im Kampf gegen Sauron. Also, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil war. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich gucke mir die meistens am Stück an. Das ist ziemlich krass, ich weiß. Aber ich mache dann meistens ja der Ringe-Marathon und gucke mir dann irgendwie, naja, alle Filme nacheinander an und bin mir nicht mehr sicher, was in welchen Filmen teilweise vorkam. Das ist aber das Schwert, was kaputt gegangen ist, was dann in Einzelteilen zu sehen war und was von Elrond neu geschmiedet wurde. Elrond ist der Elb, der dunkelhaarige Elb, der Vater von der Arwen, der am Ende mit ausgewandert ist nach, oh Gott, wie hieß denn das? Ist jetzt ein bisschen peinlich, das kriege ich gerade nicht zusammen. Und als es neu geschmiedet wurde, wurde es graviert. Ich konnte euch das auch mal auf Elbisch vorlesen, da muss ich wieder nachholen. Viele fragen mich oft, ob das Schwert scharf ist. Das kann ich euch ganz einfach zeigen. Natürlich nicht. Das ist ein Dekoschwert. Das seht ihr wahrscheinlich auch ganz gut. Denn es bringt mir nichts, wenn ich ein scharfes Schwert da hätte. Klar, das dürfte ich auch besitzen, aber ich will damit ja auf Veranstaltungen gehen. Und mit einem geschärften Schwert auf Veranstaltungen, vergesst es. Das ist schon mit einem Stahlschwert gar nicht so einfach. Also auf normale Anime- und Manga-Conventions komme ich damit nicht. Aber es gibt natürlich auch Mittelalter-Events, da ist das kein Problem. Und für solche Events und für Fotoshootings habe ich es mir gekauft. Also, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Preislich liegen die bei, also liegt das, wenn man sich eins davon kauft, bei um die 100 Euro. Also relativ günstig, aber es ist auch nicht kampftauglich. Es hat eine tolle Qualität, also es ist echt schön, es fühlt sich unglaublich wertig an und hat einen tollen Schwerpunkt jetzt so für die Nerds unter euch. Also man kann das echt nicht, Schwerpunkt, es ist gut ausbalanciert, aber es ist natürlich nicht für Kämpfe geeignet, also du kannst ja jetzt nicht auf andere raufkloppen, auf andere Schwerter, dann wird es dir kaputt gehen. Das sieht man auch so ein bisschen, das ist nicht zu 100% fest. Also ja, es ist fest, aber es hat ein bisschen Spielraum. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Naja, das zum Thema Schwert. Ich sehe gerade, nach Juna wird gefragt, die liegt allerdings in ihrer Kiste. Mal schauen, ob sie noch kommt, ansonsten seht ihr Juna morgen wieder. So, jetzt noch was generell Organisatorisches, denn ihr habt es ja mitbekommen, ich habe da auch einige Kommentare schon im Nachgang gelesen. Ich lese das immer nochmal im Nachgang durch, ich gucke mir den Stream dann tatsächlich nochmal an und schaue mir den Chat an. Denn wenn ich mit euch rede, ihr habt es ja schon mitbekommen, ich kann punktuell natürlich mal irgendwie was überfliegen, aber ich kriege das meistens echt nicht mit, wenn irgendwie teilweise auch für den Inhalt gerade relevante Kommentare kommen. Ich versuche in die Kamera zu gucken, die ist da und was ist das? Also eigentlich ist die Kamera da, aber irgendwie stimmt der Winkel nicht. Und ich versuche natürlich so ein bisschen mehr oder weniger mit euch zu interagieren, indem ich euch angucke. Das gelingt mir bei dem neuen Handy nicht so gut, bei dem alten war das einfacher. Aber daran liegt es natürlich, dass ich nicht alles mitlese.
Und ich habe ein bisschen Kritik bekommen, auch per Privatnachricht von einigen Nutzern, denen aufgefallen ist, dass ich mich beispielsweise für Superchats nicht bedanke im Stream. Und das ist ein Thema, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen will ich das mit euch besprechen, denn es ist so, dass ich mich natürlich wahnsinnig drüber freue. Das ist keinesfalls selbstverständlich, dass ihr mir Geld spendet. Also ich meine, hallo, wofür? Ich mache das ja freiwillig. Ich mache das, was mir Spaß macht, weil ich es enorm wichtig finde, dass vielleicht auch mal Themen besprochen werden, die jetzt in der öffentlichen Berichterstattung untergehen oder sehr, sehr stark eingefärbt präsentiert werden. Und ich habe damit angefangen, als ich weiß nicht, 300, 400 Abonnenten hatte. Auch da habe ich jeden Tag einen Vlog rausgehauen. Die schon lange dabei sind, die wissen das vielleicht noch. Ihr könnt auch gerne mal ganz nach hinten scrollen, zu Vlog Nummer 1 bis 100 oder so. Da hatte ich so ein paar hundert Aufrufe. Da war von Monetarisierung und allem noch gar nichts zu sehen. Also, nur damit ihr es so ein bisschen versteht, ich richte meine Inhalte und meine Vlogs und die Video-Intensität nicht nach irgendwelchen Geldern aus, das nicht. Aber klar, es hilft mir, ich freue mich darüber, aber ich würde es nie einfordern. Und ich will vor allem nicht, dass Leute Sachen geben, die sie vielleicht selber brauchen. Denn das habe ich in anderen Streams schon mitbekommen. Ich gucke mir ja oft Livestreams von anderen YouTubern an. Und da habe ich ganz, ganz oft schon Kommentare gelesen von wegen, ich habe ja selber nur eine kleine Rente, aber ich gebe trotzdem. Und das finde ich immer, das tut total weh. Ich will nicht, dass sich irgendjemand verpflichtet fühlt, was geben zu müssen. Und deswegen hadere ich echt so ein bisschen mit mir, wie ich jetzt damit umgehe, wenn mir jemand Geld schickt. Denn, na klar, für mich ist es so, ich kann mir viel mehr erlauben, wenn ich ein bisschen Rücklagen habe, in Anführungszeichen. Ich kann über Themen reden und ich muss keine Angst davor haben, wenn mich jetzt doch mal jemand verklagt, dass ich da irgendwie bankrott bin oder so. Klar, ich will es nicht drauf anlegen, aber ich glaube, ihr versteht das. Ich kann entspannter herangehen. Ich muss mir keinen Kopf machen, ob ich mein Auto nochmal tanken kann, um da und da hinzufahren. Das erleichtert mir einiges, aber man muss auch dazu sagen, ich gehe ganz regulär arbeiten. Ich habe einen normalen Studentenshop, das wird ja auch immer gefragt. Ich kann viel von zu Hause machen. Ich mache nämlich den Online-Shop für eine Bekannte von mir. Ich mache Fotos für sie, ich bearbeite die Bilder, ich mache Artikelverwaltung im Hintergrund und bin dadurch oft zu Hause und habe dadurch auch relativ viele Freiheiten, um meine Zeit frei einzuteilen. Ich werde jetzt nach dem Stream noch 3-4 Stunden arbeiten. Das mache ich meistens nachts, weil ich da die Ruhe habe. Aber nur damit ihr wisst, ich finanziere mich in der Regel durchaus selber. Allerdings, na klar, ich verdiene als Student so viel, dass ich meinen normalen Bedarf decken kann. Aber wenn dann so Ausgaben dazukommen, wie Semesterbeitrag oder Autoversicherung, gut, das ist dann immer so, da hadert man als Student natürlich. Ich habe gerade gelesen, ich kann wenigstens Danke sagen. Ja, genau das will ich auch tun. Allerdings will ich nicht, dass sich irgendjemand unter Druck gesetzt fühlt, beziehungsweise irgendjemand da. Ich weiß nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll, ohne dass es falsch rüberkommt. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass seine Meinung nur zählt, wenn er mir Geld schickt. Das auf gar keinen Fall. Ich freue mich über alles, na klar, ich freue mich auch über jede E-Mail, die ich bekomme, über jeden Kommentar, den ich bekomme, auch wenn ich eine ganz, ganz furchtbare Antworter bin, also bitte nicht übel nehmen. Ich lese alles, ich lese das meistens unterwegs, aber oft ist es echt so, gerade wenn ich sehr persönliche, sehr lange Nachrichten erhalte, da weiß ich oft gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also nicht denken, dass ich das ignoriere, nicht denken, dass ich das irgendwie als selbstverständlich annehme, aber ich weiß oft nicht, und das klingt jetzt wahrscheinlich auch total blöd, wie ich damit umgehen soll, wenn mir Leute echt sehr private Sachen schreiben. Ich beziehe sehr, sehr vieles auch mit ein, wenn ich über Themen rede. Aber es ist oft so, dass vielleicht nicht unbedingt direkt eine Antwort kommt, dass das sehr lange dauert. Manchmal übersehe ich auch was. Aber mir geht es darum, dass ihr so ein bisschen einen Einblick bekommt, wie ich das Ganze überhaupt handhabe oder so. Und ich hatte euch ja um eine Rückmeldung gebeten. Denn gerade beim Thema Superchats, was wäre euch denn am liebsten? Klar, eine Entschuldigung, ein Dank ist das Mindeste. Logisch. Aber wie wirkt das denn auf euch, wenn ich im Thema, wenn ich es denn überhaupt mitbekomme, denn wie gesagt, das läuft sehr, sehr schnell durch, wenn ich im Thema anfange, mich bei jemandem zu bedanken? Also ist das für euch völlig okay? Wollt ihr, dass ich das so mache? Denn na klar, angemessen ist es definitiv. Oder soll ich das eher im Nachgang vielleicht privat machen? Soll ich das im Nachgang irgendwie als Kommentar drunter machen? Denn ich will mich natürlich bedanken, logisch. Ich will aber nicht, dass es irgendwie die Themen stört und ich will auch nicht, dass sich irgendjemand, wie gesagt, unter Druck gesetzt fühlt, da irgendwas geben zu müssen, um beachtet zu werden. So soll es nicht sein. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Wir müssen dann auch langsam zum Ende kommen, denn wir sind wieder bei 43 Minuten. Das ist auch nichts in der Sache. Oh Gott, ich habe gerade gelesen vom Max, ich spare für dich. Ne, genau sowas sollt ihr bitte nicht tun. Also wenn ihr wirklich von euch aus sagt, ihr möchtet gerne, da freue ich mich darüber, da bin ich unglaublich dankbar. Aber ich will nicht, dass ihr selber irgendwo zurücksteckt. Das klingt jetzt auch wieder blöd, ich weiß, aber ich hoffe, ihr kriegt das nicht irgendwie in den falschen Hals. So, jetzt erstmal gute Nacht euch allen. Wir sind schon wieder bei 0:06 Uhr. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und
Den Link zu den Schwertern, wenn ich ihn noch finde, dann poste ich euch den natürlich. Ich habe das Schwert über Wish bestellt, aber das lief über den Händler aus Holland. Fantasy Swords Europe oder so. Ich finde das bestimmt wieder. Ich habe auch irgendwo noch die Visitenkarte. Das ist ein ganz, ganz toller Shop. Ich habe dann die Reklamation auch direkt mit dem Shop abgewickelt, nicht über Wish. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Die haben alles Mögliche an Fantasy-Geschichten, also nicht nur Herr der Ringe, die haben auch Game of Thrones und so. Und wirklich für den Preis eine Top-Qualität. Ich habe vorhin schon mitbekommen, dass jemand für sein handgearbeitetes Schwert 300 Euro ausgegeben hat. Klar, gerade wenn man in den Bereich Schaukampf geht, da kann man mit für so einen Anduril wahrscheinlich 2.000, 3.000 Euro hinblättern. Aber für Cosplay und Fotozwecke ist das meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. So, jetzt aber gute Nacht und bis morgen dann. Und danke, dass so viele von euch um die Uhrzeit noch da waren. Ach ja, und ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Michael und den Olli, die jetzt hier moderieren in meinem Chat. Ich habe das ja gar nicht mit ihnen abgesprochen. Ich habe sie einfach eingesetzt, mehr oder weniger. Denn sie hatten sich positiv geäußert, dass sie es machen würden. Und ich habe sie einfach kurzerhand ernannt. Also danke für euren Einsatz. Ich sage auch vorher nicht Bescheid, wann ich streame. Also das kriegen sie offensichtlich von selber mit und sind am Start. Und auch das ist nicht selbstverständlich. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis dann.